Liebe Geschwister, ich freue mich, auch bei euch hier zu Gast zu sein. Ich habe gehört, dass es so eine Situation gibt in manchen Geschäften, dass wenn ein Kunde kommt und, sagen wir mal, den millionensten Einkauf macht, er irgendwie ein Geschenk bekommt. Dafür, dass er irgendeine Zahl erreicht hat, dieses Geschäft so viele Einkäufer hatte. Und dieser Kunde, er bekommt einfach so, dafür, dass er zufällig diese Zahl, diesen millionensten Einkauf gemacht hat, bekommt er ein Geschenk überreicht. Wenn jetzt, sagen wir mal, wir wüssten, es gibt so ein Geschäft und da gab es schon 999.999 Einkäufe und wir würden da hingehen und diesen millionensten Einkauf machen und dieses Geschenk bekommen, könnte man dann sagen, dass wir uns dieses Geschenk verdient haben? Also ich denke, selbst wenn wir das wussten und extra deswegen dann den Weg zu diesem Geschäft gemacht haben, da kann man nicht davon sprechen, dass wir irgendwie dieses Geschenk verdient hätten, dass wir es erarbeitet hätten. Und so gibt es einige Dinge, auf die wir zwar Einfluss nehmen können, ob wir sie bekommen oder nicht, aber die wir ganz und gar nicht verdienen. Und doch gibt es eine Bedingung, um diese Dinge zu bekommen. Und eins davon ist zum Beispiel, in der Welt kennen wir das, ist das Erbe. Ein Erbe ist etwas, das man bekommt, normalerweise dann von den Eltern zum Beispiel. Wenn sie sterben, dann erben sie den Kindern etwas. Die Kinder, sie verdienen das nicht, sie haben das nicht selbst erarbeitet, sondern die Eltern, sie haben gearbeitet ihr Leben lang, haben irgendetwas angesammelt, irgendetwas, das sie den Kindern übergeben. Und die Kinder, sie können dieses Erbe bekommen, ohne irgendetwas dazu zu tun. Und doch gibt es in der Situation, in der Welt auch so Situationen, in denen die Kinder ein so schlechtes Verhältnis zu den Eltern haben, dass die Eltern den Kindern nichts vererben wollen und das Erbe irgendwem anders abgeben. Das heißt, die Kinder, sie verdienen das Erbe eigentlich nicht und doch gibt es bestimmte Bedingungen, die sie erfüllen müssen, um dieses Erbe zu bekommen. Und solche Prinzipien finden wir auch in der geistlichen Welt. Ich möchte über ein Erbe sprechen, das wir in den Seligpreisungen finden. Als Grundlage möchte ich nehmen Matthäus Kapitel 5, Vers 5. Hier ist auch die Rede von einem Erbe, das wir uns zwar nicht verdienen, das uns nicht irgendwie durch unsere Arbeit verliehen wird, aber es gibt doch eine Bedingung, an die dieses Erbe verknüpft ist. Ich lese Matthäus 5, 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und bevor wir auf dieses Erbe eingehen, möchte ich jetzt erstmal über die Bedingung sprechen. Die Bedingung ist, diejenigen, die das Erbe bekommen wollen, sie müssen sanftmütig sein. Und Sanftmut ist eine häufig unterschätzte Eigenschaft, ist eine der Kerneigenschaften, die Jesus hatte und von denen er sagt, wir sollen sie von ihm lernen. Er sagt in Matthäus 11, 29, meine ich, ist das, sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sind die zwei sehr wichtige Eigenschaften, die Jesus hatte und die wir von ihm lernen sollen. Also Sanftmut ist ungeheuer wichtig für einen Jünger und Nachfolger Jesu. Außerdem ist an Sanftmut, wie wir schon gelesen haben, Glückseligkeit geknüpft. Die Sanftmütigen sind glückselig, denn sie werden das Land erben. Was das bedeutet, darauf werde ich später noch eingehen. Und Sanftmut ist auch inbegriffen in der Frucht des Geistes. Da wird es aufgezählt. Und wir wissen, dass diejenigen, die auf das Fleisch säen, sie werden vom Fleisch Verderben ernten. Diejenigen aber, die auf den Geist säen und dementsprechend Früchte des Geistes tragen, sie werden vom Geist ewiges Leben erben. Das heißt, auch hier wichtig, die Sanftmut muss in unserem Leben zum Vorschein kommen, weil das eine Frucht des Geistes ist. Ich habe mir so einige Definitionen, Beschreibungen davon durchgelesen, was Sanftmut bedeutet, wie man diese Eigenschaft beschreiben könnte. So was diese Definitionen gemeinsam hatten, ist, Sanftmut ist eine milde und umsichtige Wesensart. Oder vielleicht leichter verständlich ist der Begriff Sanftmut, wenn wir das Gegenteil definieren. Und das Gegenteil von Sanftmut ist Zornmut. Das heißt, jemand, der jähzornig ist,
jemand, der sehr schnell aufbrausend ist oder aggressiv, also jemand, der leicht die Kontrolle verliert und seinen negativen Emotionen Lauf lässt. Eine sehr schöne biblische Definition dazu finden wir im 2. Timotheusbrief. Und in diesem Abschnitt möchte ich auch ein wenig stehen bleiben. 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 24 bis 26. Ich lese 2. Timotheus 2, 24 bis 26. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Hier wird eine Charakterisierung eines Knechtes Gottes vorgenommen und hier werden einige Eigenschaften genannt, die sehr eng verbunden sind und zu Sanftmut passen. Dieser Text ist mir sehr wichtig geworden, weil auch vor einiger Zeit Gott persönlich zu mir in meinem Leben mir beibringen musste, was es heißt, sanftmütig zu sein. Und ich möchte jetzt auf diese Eigenschaften eingehen. Zuerst steht hier ein Knecht des Herrn und wir möchten ja alle Knechte unseres Herrn sein. Knechte des lebendigen, allmächtigen Gottes. Er soll nicht streiten. Die Natur von uns Menschen, die ist so, dass wir sehr gerne das letzte Wort haben. Wenn es eine Diskussion gibt, zwei unterschiedliche Meinungen und die Menschen, sie diskutieren über ein Thema und das Wort, das zuletzt ausgesprochen wurde, uns scheint es so, dieses Wort, das ist das, was Recht behalten hat. Der andere hat nichts mehr zu erwidern, jemand hat ein Argument gebracht, der andere, dem fällt kein Gegenargument mehr ein und das letzte Wort, das stehen geblieben ist, als ob das ist das, was bei dieser Diskussion rausgekommen ist, das ist das Ergebnis, worauf man stehen geblieben ist. Dabei ist es eigentlich oft nicht wirklich das letzte Wort, das zählt, aber für uns gibt es so das Gefühl und aus diesem Gefühl von uns Menschen, dass das letzte Wort sehr entscheidend ist, daraus entstehen so sehr oft Streitigkeiten, weil keiner nachgeben will, man hat sich nicht einigen können und man möchte unbedingt, dass meine Meinung zuletzt in diesem Raum steht, damit dass meine Meinung das ist, worauf wir stehen bleiben. Aber ein Beispiel von Jesus selbst, von dem wir lernen sollen. Wir lesen im Matthäusevangelium, da wird, als Jesus in Jerusalem einzieht, auf dem Esel, da steht, siehe Tochter Zion, da wird eine Prophezeiung zitiert. Tochter Zion, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einem Esel. Ein Schlachter steht demütig, aber das griechische Wort ist dasselbe wie in der Seligpreisung. Das zeigt diese Wesensart Jesu. Also er kommt nach Jerusalem voller Sanftmut und eine Woche später lesen wir, wie Jesus verurteilt wird. Er steht vor dem Hohen Rat, vor den Priestern, vor den Pharisäern und sie verurteilen ihn alle. Sie nehmen falsche Zeugen, die Lügen über ihn aussprechen und Jesus, er erwidert ihnen kein Wort. So lesen wir im Matthäusevangelium, da steht, ich lese diesen Text am besten, das sind drei Verse aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27, Verse 12 bis 14. Matthäus 27, 12 bis 14. Und als Jesus von den obersten Priestern und den Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was sie alles gegen dich aussagen? Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort, sodass der Statthalter sich sehr verwunderte. Also ein ungeheures Beispiel. Da kommen Lügen und werden gegen Jesus vorgetragen und er hätte eigentlich, er könnte ganz klar beweisen, oder er war im Recht, er könnte alles auf die Stelle rücken, zeigen, er hat keine Gotteslästerung verübt, er hat kein Verbrechen begangen. Er könnte, wie wir Menschen oft so sind, er könnte den Spieß umdrehen und anfangen, die obersten Priester verurteilen, sie anklagen. Er wusste, was sie alles falsch machen. Sie haben das Gesetz auch nicht gehalten.
Er könnte anfangen, sie anzuklagen, aber Jesus, er antwortet kein Wort. Und es scheint so, als ob er fast schon eingesteht, dass er im Unrecht ist. Als ob er nichts erwidern kann, voll Scham seinen Kopf niedersinken lassen muss. Und auch Pilatus, er verwundert sich sehr. Wie kann ein Mensch einfach so still sein gegen seine Ankläger? Aber wir sehen, dass Jesus nicht als Verlierer aus dieser Situation herausgeht, wie es so scheint. Die Anklagen kommen und es kommt kein Gegenargument, als würde Jesus wirklich schuldig sein. Aber wir sehen, dass Gott am Ende doch den Sieg erhält und zeigt, indem er Jesus aus den Toten auferweckt, dass Jesus gerecht war und Jesus kein Unrecht getan hat. Weiter im Timotheusbrief steht, dass ein Knecht des Herrn, er soll milde sein. Und das ist auch etwas, das uns sehr widerstrebt, das uns nicht in unserer menschlichen Natur liegt. Wenn ein anderer Mensch etwas tut, das uns nicht gefällt, wenn er irgendetwas vielleicht mir antut oder insgesamt, das uns nicht passt, dann ist unsere Vorgehensweise, dass wir anfangen, diesen Menschen irgendwie ein wenig zu beleidigen oder ihm so ein bisschen weh zu tun, damit wir ihn davon abbringen, diese Sache zu machen, die uns nicht gefällt. Wir stellen ihn irgendwie, versuchen ihn zu demütigen, damit er aufhört. Zum einen funktioniert das meistens nicht wirklich, weil die Person dann trotzdem weitermacht. Und zum anderen zerstört man damit nur das Verhältnis zu dieser Person. Deshalb ein Knecht des Herrn, er soll milde sein gegen jedermann, ihn so zurechtweisen, dass er das Wohl des anderen sucht, nicht versucht, ihn zu demütigen und ihm weh zu tun, damit er damit aufhört, sondern ein Knecht des Herrn soll dem anderen erklären, was ihm nicht passt und dabei milde sein und sachlich und nicht den anderen in seiner Person angreifen. Und selbst wenn diese andere Person dann nicht auf einen hört, dann steht hier, der ein Knecht des Herrn soll geduldig sein im Ertragen von Bosheiten. Also das heißt, er soll nicht, wir haben gesagt, Sanftmut heißt nicht zornig werden, nicht aufbrausen. So soll man als Knecht des Herrn nicht aufbrausen, sondern geduldig sein im Ertragen von Bosheiten, vor allem wenn sie gegen uns selbst gerichtet sind. Wir lesen, als Jesus in Gethsemane war und gefangen genommen wird, lesen wir so ein Beispiel von Petrus, wie er sich diese Bosheit überhaupt nicht gefallen lassen will. Er nimmt das Schwert und haut einem der Knechte, der Priester, das Ohr ab. Und so sind auch wir häufig, wenn etwas gemacht wird, was uns nicht passt, dann sind wir sehr schnell mit unserem Schwert oder mit unserer Zunge, mit einem Wort und verletzen die anderen. Aber wir sollen in diesem Falle Jesus nacheifern. Wir dürfen die anderen nicht verletzen in einer solchen Situation. Denn Jesus im Gericht, er lässt es auch alles über sich ergehen. Und Jesus hat gesagt, sie haben den Meister verfolgt, sie werden auch die Knechte verfolgen. Wir als Knechte haben nicht das Recht, uns zu wehren, wenn wir geschmäht werden, wenn wir beleidigt werden, wenn man uns Böses antut. Wir sind nicht größer als unser Meister, als Jesus. Wir haben nicht ein anderes Recht. Jesus kam auf diese Erde, um den Willen seines Vaters zu erfüllen. Das bedeutete für Jesus, sich zu demütigen, den Tod davon zu tragen. Und wir sind auch auf dieser Erde, um den Willen unseres Vaters und Jesu zu erfüllen. Und das bedeutet, Anteil zu haben an Jesu Leiden. Zwar sind unsere Leiden nicht so sehr, aber unsere Reaktion soll dieselbe sein. Wir sollen diese Leiden ertragen. Wir sollen das Böse über uns ergehen lassen und geduldig sein im Ertragen der Bosheit. Obwohl man hier sagen muss, das führt oft zu einem falschen Bild von der Sanftmut. Denn Sanftmut heißt nicht, nichts zu sagen und einfach immer zu schweigen und nichts zu bemängeln oder so. Auch hier wieder das Beispiel von Jesus. Er kommt sanftmütig auf dem Esel nach Jerusalem und einige Tage später oder kurz darauf, er sieht Jesus, im Tempel wird etwas getrieben. Und zwar gibt es da Menschen, die benutzen die Gottesfurcht von den gläubigen Juden als Mittel für ihre eigene Bereicherung. Sie treiben Handel im Haus Gottes, dort, wo es eigentlich sauber sein sollte, wo es einen angenehmen Geruch geben sollte. Dort treiben sie ihre Tiere hin und verkaufen Tiere, um Gewinn zu machen und nicht, um Gott zu verherrlichen. Und in dieser Situation
erträgt Jesus das nicht einfach, diese Bosheit. Er ist da ganz, ganz klar eingegriffen und er stellt alles auf seinen Platz. Er treibt diejenigen, die das Haus Gottes entweihen, heraus. Und wir wissen, Jesus ist vollkommen gewesen in seiner Sanftmut. Jesus, er tritt für die Ehre des Namens Gottes ein. Er lässt es nicht über Gottes Namen einfach so ergehen, dass er geschändet wird, dass Menschen das benutzen zu ihrem eigenen Vorteil, sondern er ehrt Gott durch sein Handeln. Oder auch die Strafreden Jesu gegen die Pharisäer, da hat Jesus auch nicht alles verschwiegen, was die Pharisäer machen, sondern er hat ihnen ganz klar aufgezeigt, was ihre Fehler sind, wie sie richtig wandeln müssen. Nur ist es wichtig, dabei sanftmütig zu sein, das heißt nicht die Beherrschung zu verlieren, nicht aus eigenen Interessen zu handeln und dem Zorn freien Lauf zu lassen, sondern dabei, wie Jesus, ein Bild von Jesus zu bleiben und Gottes Willen zu verkündigen. Und ich denke dafür, das ist eine sehr schwere Aufgabe und erfordert in vielen Situationen, die uns im Alltag begegnen, sehr viel Weisheit zu entscheiden, wie genau in welchem Ton wir sprechen sollen. Aber dafür haben wir den Heiligen Geist, der uns lehrt und uns beisteht in solchen Situationen. Jetzt, nachdem wir gesehen haben, wie wichtig die Sanftmut ist und was Sanftmut in unserem Leben bedeutet, möchte ich auf die Verheißung für die Sanftmütigen eingehen. Matthäus 5,5 steht, die Sanftmütigen werden das Land erben. Man könnte vielleicht zuerst denken, vielleicht ist hier das Himmelsland gemeint. In den Seligpreisungen war oft das Resultat oder der Grund, wieso jemand glückselig ist. Sie werden Gott schauen oder ihrer ist das Reich der Himmel in den anderen Seligpreisungen. Könnte man hier auch annehmen. Die Sanftmütigen werden das Himmelsland erben. Aber das Wort hier, und ich meine in Luther oder Elberfelder steht auch, das Erdreich werden sie erben. Das Wort meint hier nicht den Himmel, sondern gerade die Erde im Gegensatz zu dem Himmel. Das heißt, es muss eine etwas andere Bedeutung haben. Interessant an dieser Stelle, und ich denke, das ist eine der ironischsten Stellen der Bibel überhaupt. Wir wissen, es gab einen Menschen, dem Gott selbst oder die Bibel das Zeugnis gibt, er war der sanftmütigste Mensch auf Erden. Also an Sanftmut gab es keinen Menschen, der ihn an Sanftmut übertroffen hätte, außer natürlich Jesus, er ist eine Ausnahme, aber es gab sonst und keiner von uns, er ist so sanftmütig wie Mose. Und sehr ironisch, im Gegensatz zu dieser Seligpreisung, dass Mose das Land Kanaan nicht geerbt hat. Aber das hat auch einen sehr verständlichen Grund, denn so sanftmütig wie Mose auch war, an einem Punkt hat ihn das Volk so sehr gereizt und ihn so sehr außer sich gebracht, dass er dann doch nicht sanftmütig reagiert hat. Er ist dem Zorn verfallen und seinen menschlichen, natürlichen Reaktionen und er hat das Wort Gottes nicht mehr ganz so ausgeführt, wie Gott es ihm befohlen hat. Er hat den Berg geschlagen, anstatt zu ihm zu sprechen und als Strafe oder als Reaktion darauf, dass Mose hier die Sanftmut nicht bewahrt hat, durfte er das Land Kanaan, und hier ist ein wirkliches Land gemeint, durfte er es nicht erben. Hier war das mit dem Land vielleicht sehr wörtlich gemeint. Bei uns, wir erwarten eigentlich nicht, dass Gott uns irgendein Grundstück hier oder ein Land oder ein Stück Erde irgendwo anvertraut. Was ist sonst noch mit diesem Land gemeint? Interessant das ist, dass diese Stelle, so wie Jesus sie äußert, auch schon im Alten Testament zu finden ist. Das ist ein Zitat aus den Psalmen. Ich möchte diesen Psalm lesen, weil dort noch ein wenig detaillierter beschrieben wird, was es bedeutet, das Land zu erben. Das ist Psalm 37. Ich lese die Verse 7 bis 13. Psalm 37, 7 bis 13. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein,
und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen. Aber der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Ich möchte auch ein wenig auf diesen Abschnitt stehen bleiben. Hier werden einige Dinge genannt, die ein Lohn für den Sanftmütigen sind, hier meistens auf das Gegenteil bezogen. Und zwar im 7. Vers lesen wir, halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Also erzürne dich nicht, mit anderen Worten, sei sanftmütig. Wir wissen, Zorn ist das Gegenteil von Sanftmut. Sei sanftmütig. Wieso? Wieso soll ich sanftmütig sein? Was ist das Resultat? Das lesen wir am Anfang. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Das heißt, derjenige, der sich nicht erzürnt und sanftmütig ist, er zeigt, dass er dem Herrn stillhält und auf ihn wartet. Es ist ein Ausdruck unseres Vertrauens Gott gegenüber und dass wir Gott anvertrauen, für unser Recht zu sorgen. Dass wir nicht eigenwillig sind, sondern auf Gott vertrauen. Und Gott wird für denjenigen, der ihm das anvertraut, er wird für ihn sorgen. Weiter Vers 8. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht. Es entsteht nur Böses daraus. Also noch einmal dieser Aufruf. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht. Mit anderen Worten, sei sanftmütig. Wieso? Es entsteht nur Böses daraus. Auch in Jakobus lesen wir, der Zorn des Mannes, wenn ein Mensch sich diesem Zorn hingibt, er vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Es entsteht nur Böses. Man schadet den anderen Menschen, man schadet sich selbst und wir wissen auch, Zorn ist ein Werk des Fleisches. In Galater ist beschrieben, die Werke des Fleisches sind unter anderem Zorn. Und diejenigen, die die Werke des Fleisches verrichten, sie werden das ewige Leben nicht erben. Also sie wandeln nicht nach dem Geist. Gehen wir weiter. Vers 9 und 10 lese ich. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Hier ist die Rede davon, dass die Gottlosen, und in dem Kontext es geht um diejenigen, die sich nicht beherrschen können und Gottes Gebote nicht nach dem Geist wandeln, sie werden langfristig nicht bestehen können. Es scheint immer, wie wir auch schon beim letzten Wort gesehen haben, diejenigen, die streiten und immer das letzte Wort haben wollen, es scheint so, als würden sie gewinnen, als würden sie das Recht davon tragen, als würden sie Vorteile im Leben genießen. Aber wir lesen hier so eine Verheißung, diejenigen, die auf Gott vertrauen, sie werden nicht vergehen. Also die Gottlosen, sie werden vergehen. Gott wird dafür sorgen, dass jedem das gerechte Urteil zukommt. Er wird dafür sorgen, dass diejenigen, die Ungerechtigkeit verüben, zurechtgebracht werden. Und diejenigen, die auf Gott vertrauen, ihnen wird Gott Recht schaffen. Vers 11, hier ist auch dieser Ausdruck. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Das ist die Stelle, die Jesus auch zitiert. Und hier ist noch eine Ergänzung. Und sich großen Friedens erfreuen. Das bedeutet, wie ich auch schon vorher erwähnt habe, in Timotheus steht, man soll das Böse ertragen. Man soll milde sein gegen die Leute. Und das wird dazu führen, dass wir Frieden mit den Menschen haben. Wir werden mit den Menschen nicht in Streit leben. Unser Verhältnis zu ihnen wird gut sein. Und in Timotheus steht auch, so wird man die Widerspenstigen zurechtweisen können. Wenn man nicht mit ihnen streitet, milde ist gegen sie, das Böse erträgt, dann wird man Frieden mit ihnen haben, man wird ihnen mit ihnen reden können, man wird in der Lage sein, ihnen das Evangelium sagen zu können und Gott wird an ihren Herzen wirken können. Und die Verse 12 und 13. Der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen. Aber der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Hier lesen wir, dass die Gottlosen, sie
werden keinen Bestand haben, noch einmal das. Und vor allem, dass der Herr, er wird für das Recht sorgen. Er verachtet diejenigen, die gottlos sind. Und ich denke, für uns ist das, und das ist gut, wenn es für uns das Allerwichtigste ist, was der Herr von uns denkt. Wenn wir nicht darauf achten, dass die Menschen von uns denken, und trotzdem ist es für uns sehr unangenehm, zum Beispiel, wenn Menschen uns auslachen. Aber viel schlimmer ist, wenn der Herr über einen lacht, wenn der Herr einen auslacht und einen verachtet. Und dem entgeht man, wenn man sich an Gottes Gebote hält und sich in Sanftmut übt. Ich möchte zum Schluss noch einige praktische Beispiele aus der Bibel erwähnen, die sich in Sanftmut geübt haben, wie es bei ihnen aussah und was das Ergebnis bei ihnen war, die Segnung. Zum einen Mose. Wir haben schon einmal gesehen, dass er das Land Kanaan zwar nicht geerbt hat, und doch war er der sanftmütigste Mann. Und Jesus ist bestimmt nicht davon ausgegangen, dass es einen Menschen gibt, dem es nie an Sanftmut mangelt, denn dann würde niemand diese Seligpreisung in Anspruch nehmen können. Und so hat auch Mose, er war sanftmütig, und auch ihm galt die Verheißung. Und was bedeutete es für Mose, sanftmütig zu sein und das Land zu erben? Also Mose war sanftmütig, weil er das Volk, das ihn so oft zum Zorn reizen wollte, das ihn immer wieder verklagt hat, ihm Dinge unterstellt hat, dass er dem Volk nur schaden möchte, dass er aus eigener Motivation handeln würde. Und Mose war sehr sanftmütig und er hat es über sich ergehen lassen und diese Anschuldigungen vor Gott gebracht. Wobei hier das Detail auch wichtig ist, dass Mose dem Volk nicht nur geschwiegen hat. Er hat ihnen schon gesagt, dass sie gegen Gott murren, dass sie nicht richtig handeln. Und doch hat er seine eigene Person nicht selbst verteidigt, nur Gottes Ehre, sondern er ist immer zu Gott gegangen, hat Gott diese Not ausgeschüttet, hat Sanftmut erwiesen, sich selbst vor dem Volk nicht Recht verschafft, sondern Gott tritt dann für ihn ein, und damit ist gemeint, er hat das Land geerbt, er hat am Ende doch Recht behalten. Zum Beispiel, als Mose angeklagt wurde, dass er das Recht für sich genommen hat, die Rotte Korahs, als sie ihn verklagt haben, und Gott tritt für ihn ein und er schafft ihm Recht. Nicht Mose greift durch und beseitigt alle, die ihn anklagen, sondern Gott tritt für ihn ein. Oder bei Aaron und Miriam, Gott belegt Miriam mit Aussatz, Gott selbst kommt in einer Wolke und tritt für Mose ein. Und das ist die Verheißung, die denen zusteht, die sanftmütig sind. Ein anderes Beispiel, das mir sehr gefällt, ist Abraham. Wir lesen von einer Situation in Abrahams Leben, als er im Land der Philister wohnte eine Zeit lang. Und der König der Philister war zu der Zeit Abimelech. Und Abraham wohnte da und er grub einen Brunnen. Und dieser Brunnen wurde von den Knechten Abimelechs mit Gewalt von Abraham abgenommen. Und Abraham in dieser Situation, wo ihm Böses getan wird, wo ein Brunnen, den er gegraben hat, den er sich erarbeitet hat, wo er ihm einfach mit Gewalt abgenommen wird, Abraham fängt nicht an, irgendwie böse über Abimelech, den König, zu sprechen, irgendwelche Gerüchte zu verbreiten, sondern wir lesen diese Situation, als dann Abimelech zu Abraham kommt und wie das Gespräch verlaufen ist zwischen Abraham und Abimelech. Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 21, den Abschnitt von 22 bis 27. 1. Mose 21, von 22 bis 27. Das Gespräch zwischen Abimelech und Abraham. Und es geschah zur selben Zeit, da redete Abimelech in Begleitung seines Heerführers Pichol mit Abraham und sprach: Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun hier bei Gott, dass du weder an mir noch an meinen Kindern noch an meinen Kindeskindern treulos handeln wirst. Dieselbe Freundschaft, die ich dir bewiesen habe, sollst du auch an mir beweisen und an dem Land, in dem du ein Fremdling bist. Da sprach Abraham: Ich will schwören. Und Abraham stellte Abimelech zur Rede wegen des Wasserbrunnens, den die Knechte Abimelechs mit Gewalt genommen hatten. Da antwortete Abimelech: Ich weiß nichts davon, wer hat das getan? Du hast mir gar nichts erzählt und ich habe auch nichts davon gehört bis zu diesem Tag. Da nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech und sie machten beide einen Bund miteinander. Also wir sehen, Abraham stellt Abimelech zwar zur Rede, aber
Abimelech hat vorher nichts gehört, das heißt, Abraham hat keine schlechten Gerüchte verbreitet. Und ich bin überzeugt, er hätte es auch sehr bereut, wenn er angefangen hätte, schlecht über Abimelech zu sprechen. Was haben seine Knechte da getan? Weil Abimelech nichts davon wusste und Abraham hätte es im Nachhinein bereut. Er hat aber keine Gerüchte verbreitet. Und auch nachdem Abimelech sagt, dass er nichts davon wusste, da ist Abraham nicht nachtragend und nimmt es dem Abimelech nicht übel, sondern er schließt diesen Bund, den Abimelech mit ihm schließen möchte, und lässt es dann auf sich beruhen. Also Abraham, er reagiert sehr sanft auf diese Gewalttat der Knechte Abimelechs, wie sie ihm den Brunnen wegnehmen. Das Resultat ist, Abraham schließt einen Bund mit Abimelech, sie haben ein gutes Verhältnis. Und später lesen wir, zur Zeiten Isaaks gab es eine Hungersnot, dort wo Isaak lebte, im Land Kanaan. Und Gott schickt Isaak zu diesem König Abimelech. Wieso konnte Isaak sich überhaupt dort aufhalten? Na, weil Abraham und Abimelech ein gutes Verhältnis hatten. Während sie im Streit und im Krieg davongegangen, dann hätte Isaak vielleicht nicht in dieser Hungersnot Unterschlupf bei Abimelech finden können. Aber selbst Isaak, ihm widerfährt dann eine sehr ähnliche Situation dort bei Abimelech. Auch bei ihm, er gräbt die Brunnen wieder auf, die Abraham gegraben hatte, weil die Knechte Abimelech sie verstopft haben. Also Isaak gräbt wieder Brunnen, um seine Herden zu tränken. Und auch da kommen die Hirten von Abimelech und nehmen ihm diese Brunnen weg. Und das nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Isaaks Reaktion, er geht einfach weiter und gräbt einen neuen Brunnen. Es kommen wieder, die Knechte nehmen ihm diesen Brunnen weg, eine Unverschämtheit. Und er, anstatt sein Recht durchzusetzen, zu zeigen, ich habe diesen Brunnen gegraben, ich habe ein Recht darauf, er zieht weiter und gräbt wieder einen Brunnen. Und er zieht so lange weiter, bis die Knechte ihm das nicht mehr wegnehmen. Dort gräbt er einen Brunnen und zieht dann ein Stück weiter und er landet in Beersheba und Gott gibt ihm eine Verheißung, dass er das Land erben wird. Und die Grenzen, die Israel dann nach einigen Jahrhunderten bekommen hat, sie reichen runter bis nach Beersheba. So weit, wie Abraham und Isaak gezogen sind. Sie sind immer weiter gezogen und haben weites Land von Gott bekommen. Also sie haben sehr buchstäblich dann auch das Land bekommen, dadurch, dass sie sanftmütig waren, immer weiter gezogen sind an einen anderen Ort. Und dann hat Gott ihnen ein weites Land gemacht und die Landesgrenzen Israels bis dahin erweitert. Möge das ein Beispiel für uns sein, dass auch wir in unserem Leben darauf bedacht sind, sanftmütig zu reagieren, nicht unsere menschliche, fleischliche Natur, den Zorn aufsteigen zu lassen, sondern stets nach Gottes Willen zu handeln. Und ich wünsche einem jeden von uns, dass der Geist Gottes in uns wirken kann, dass er die Frucht der Sanftmut in uns hervorbringt, damit wir Glückseligkeit erlangen und Wohlgefallen vor Gottes Augen. Amen.